so ein süßes Spiel, da geht einem richtig das Herz auf, zack, Gummizelle. Geht es dir gut? Nicht wirklich. Ich will nicht darüber reden. Aber wir wissen ja auch immer noch nicht so genau, was los ist, ne? Muss man ja auch immer bedenken. So, ich muss das Licht für dich ausschalten. Damit du nicht verbrennst. Sind wir meinetwegen gefallen? Ich habe nur den Ausgang gesucht. Ach, Kacke, da waren Dornen. Huch. Willst du weiterhin schweigen? Wie lange seid ihr jetzt bei? Ich weiß nicht, wie viel wir gequatscht haben. Vielleicht 2,5 Stunden? Immer schweigen. So, ich muss immer wieder ein bisschen. Mann, da oben ist wieder ein Vogel. Jetzt. Oder auch nicht, wenn ich da nicht rankomme. Ha. So, jetzt fahre ich das Ding wieder runter. Und dann können wir da auf den Otto wieder drauf springen. Und dann schnappen wir uns den Vogel. Und dann werden wir ihr gleich. Fräulein Licht. Es ist nicht dein Fehler. Den Schatten, ihr den Schatten wiedergeben. Ich Deutsch alle. Deutsch leer gerade. So. Hab's geschafft. Was habe ich getan? Habe ich etwas Falsches getan? Annie rollt in den Chat zurück und patscht sich aufs dicke Foodbaby Frank. Frank. Uiuiui. Nein, schon gut. Gehen wir hier lang. Baby Annie. Ich frage mich, wie mein Shaker, der auf der Arbeit ist, nächstes Jahr genannt werden will, wenn er ausgewachsen ist. Vor allem hatte dein Kollege den nicht gefunden. Hast du etwas getan? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das soll die Kantine darstellen. Das sind Tabletts, ja? Oder zumindest das Essen. Je nachdem, ob man Zugang zu einer Kantine hat. So, wir müssen halt irgendwie da runter. Ohne erstochen zu werden, vor allem. Ah! Warte mal, brauche ich nicht sie dafür? Ja, stellt euch mal vor, ihr. Also, ich glaube, das Ding kannst du wegschmeißen danach, ne? Also, meine ich jetzt ernst. Ich glaube, von dem kannst du dich schon mal seelisch verabschieden, so. Ja, okay. Hallo, wir sind Dorn und wir haben eine Hitbox von over 9000. Kekse machen alles besser. Ich glaube, ich schaffe es darüber. Ich muss nur schnell sein. Und darf nicht trödeln. Oh, jetzt springt die da hoch. Sie sollte nicht da hochspringen. Guck mal, es kommen immer zwei. Hä? Was? Ich sag ja Hitbox over 9000. Genau, es kommen immer zwei. Und ich dachte, es kommt durchgehend immer zwei. Ich sehe mir dieses Gefühl an, so langsam, so vorsichtig. Es weigert sich, erklärt zu werden und weigert sich, zu verschwinden. Mein Fehler. Oder besser gesagt, mein Fehler. Ich glaube, meine Betonung war falsch. Es weigert sich, erklärt zu werden und weigert sich zu verschwinden. Hm.
glaube, ich verstehe ungefähr, was gemeint ist. So, du kannst halt einfach nicht... Du kannst halt einfach nicht klar erklären, was mit dir los ist. Oder zumindest dich Außenstehenden anders als dir selbst erklären, was mit dir los ist. Okay, Fernsehsituation. Kennst du den Weg? Ja, naja. Kennst du ihn? Ja, so rein hypothetisch, ja, aber... Ich erkenne diesen Ort nicht wieder. Alles sieht anders aus. Was machen wir, wenn die Lichter ausgehen? Wohin gehen wir, wenn die Schatten wachsen? Wie wachen wir aus den schlimmen Träumen auf? Warum bleiben wir hier, wenn wir einfach gehen könnten? Na, ja, vielleicht weißt du nicht, weil du weißt, dass es dir nicht gut geht. Da! Ah! Da war ich jetzt aber motiviert, du. ja, okay, cool. Fuck. Ah, ich bin ja noch da. Ach so, die Tür geht dann auf. Aha. Okay, dann bleiben wir jetzt erstmal noch an dieser Stelle hier stehen, ne? Das ist sonst nicht gesund. Moment. So, du bleibst da stehen. Oh, jetzt bin ich wieder mit ihr gelaufen. So, umschalten? Ich wollte doch eigentlich gerade umschalten. Ich glaube, das geht nicht. Genau, ich kann nichts mit ihr machen. Ihr habt ein Papierboot. Das ist so süß. Ich glaube, ich habe den Teekannenboy da hinten getötet. Ich habe ihn zerquetscht. Den Kolibri. Das ist sorry für meine Pumprühe gerade. Ich wollte den Vogel haben. Mehr. Hä, was ist jetzt passiert? Ah, ich wurde zerquetscht. Steckst du aus? Das ist ziemlich cool mit dem Boot. Ich guck mir schnell mal nochmal die Ecke hier an. Vielleicht Hast ist hier irgendwas. Hast du die Fischchen im Wasser gesehen? Ja, die Fischchen, ja. Hm. Neue Dinge, neue Orte. Ja, die Fischchen. Hm. Die schwimmen quietschfidel durchs Wasser. Mhm. Mir geht's gut. Da kommt sie nicht so einfach weiter. Wie geht das wieder los hier? Ah! Okay. Ich kann das. Ich muss eigentlich noch ein Stück weiter. Hier, so. Wieso geht das nicht? Ach so, sie stößt an die Lampe deswegen. Ach so. Das war eine blöde Idee, glaube ich, da runter zu springen. Kleiner machen. Und ich muss, glaube ich, mal eine Pipi-Pause machen. Meinen Sie die nicht mehr so lebendigen Fischchen? Vielleicht. Ah, so geht's. Ah, ich musste einfach ziehen.
Ah, das war ja fies. Hast du erwartet, dass wir hier? Musst die ganze Zeit gedrückt halten. Haben wir uns verirrt? Nein, haben wir nicht. Ja gut, sie sagt, wir haben uns nicht verirrt, also haben wir uns hoffentlich auch nicht verirrt. Weißt du was? Du solltest mir vertrauen. Vielleicht tue ich das ja. Ich muss dir nicht helfen, aber ich mache es trotzdem. Aber seid ihr nicht eher eigentlich eins? Ich muss eigentlich eine Pipi-Pause machen, aber es ist so schön. Weißt du, was du tust? Weißt du, was du tust? Zack, ab in den Dorn. Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Ah, ich bin nicht schnell genug. Okay, warte, da muss ich mir gleich Gedanken drüber machen. Ich glaube, es ist nicht so schwer, aber ich krieg kein Timing hin, wenn ich auf die Toilette muss. Du musst mir vertrauen, das hat mein letzter Entführer auch gesagt, kurz bevor ich gestorben ist. Okay. Rest in peace. Da. Meine Teekanne klebt irgendwie an blöden Dingen. So, Prost, bei den Kindern. Ich bin nochmal kurz auf Toilette. Genau, wir haben hier wieder eine Kissensituation und Licht vor allem. Wie immer. Fuck. Das verändert sich. Aber da kam ich ja eben rüber, genau. Das funktioniert. Aber ich muss sie vernünftig positionieren hier. Sie steht ein bisschen kacke. Ich glaube, das reicht auch noch nicht. Weißt du, wohin du gehst? Nee. Kann sie auch leider nicht noch hinter die Kiste stellen oder so. Es geht auch nicht. Nicht so schnell an das Licht kommen auf der anderen Seite. Ach, du bist auch einfach eine Pussy manchmal, ne? Drauf. Oh, das sollte eigentlich nicht passieren. Ich weiß nicht, was es gerade sollte. Hallo? Achso, sie kann sich hier nicht bewegen. Ach. Kann nicht so schwer sein. So viel Spiel habe ich hier doch gar nicht. Weiter komme ich hier nicht. Reicht es nicht, dich auf die nächste Säule zu stellen? Nee, das geht ja eben nicht. Weißt du, wohin du gehst? Jetzt geht's, genau. Weil eben, also eben hatte ich das Problem, dass quasi sie, also sie hier, stand immer, also sie darf nicht ins Licht, sie darf auf keinen Fall ins Licht, dann ist es vorbei. Und sie stand immer beim Kiste schieben, aber immer so richtig halb im Licht und deswegen bin ich die ganze Zeit gefailed. Und jetzt steht sie wenigstens so ein bisschen dahinter. Deswegen hat das aber eben alles nicht geklappt. So wie jetzt halt. Bleib doch mal da stehen, danke. Wenn ich gehe. Ja, sie steht.
steht auch immer so. Es ist so dämlich eigentlich, dass du halt schiebst und eigentlich musst du dich doch dahinter stellen dann. Hier so. Genau, und dann aktivieren wir das nächste Licht. Kriegst du mich einfach irgendwo hin? Nein, ich weiß, was ich tue. Genau, jetzt geht's. Sie muss halt immer hinter die Kiste. Das reicht auch wieder nicht, ey. Ah! Du Doofnuss! So, jetzt kann sie rüber. Jetzt haben wir's. Ach ja. Wir haben es geschafft. Wie sieht's mit der Kiste aus? Ah ja, wir können sie ein bisschen durch die Gegend fahren. So funktioniert es nicht, weil kaputt. Zugesperrt. Warum angelt hier jetzt random jemand? Nee, okay, man zerquetscht sie tatsächlich. Ich hab doch nur die Kiste, ne? Leon kann seit heute einen Knutschmund mit Geräusch machen. Könnt ihr euch vorstellen, was er heute den ganzen Tag macht? Okay. Also hier die Kiste auf der komplett anderen Seite. Er wird jetzt wahrscheinlich die nächsten Tage nichts anderes machen, ne? Denke ich mal. Ich bin überfordert. Was ist denn das hier? Kann ich hier noch irgendwas machen? Ich kann ja wirklich nichts tun, außer eine Kiste schieben. Oh, warte, doch, ich habe eine Idee. Ich kann die Kiste reinschieben. Warte. Ich kann die Kiste nämlich da in diese Lücke schieben und dann müsste sie da eigentlich rüberkommen. So. Kriegen wir das so vielleicht hin? Irgendwie? Nein? Nein? Guck mal, jetzt haben wir da einen Schattenrand unterhalb der Kiste. Vielleicht geht's jetzt? Ich will sie da ganz... Ich will sie hier ganz gerne nochmal draufstellen. So. Ah, da rutscht sie runter. Also rutscht sie auch runter. Besser als brüllen, ja. Das ist richtig. Ich kann ja auch sonst nichts machen. Die Kiste kann ich auch nicht mitnehmen. Hier ist ja jetzt ein Schattenrand. Ah, sie kann einfach drüber laufen. Also, sie kann da rüberlaufen. Okay. Gut. Dann ist ja. Okay, dann ist easy.
Dann ist easy. So, okay, dann müssen wir das Level auch schon so gut wie geschafft haben.